Du bist der Gott, der mir hilft, täglich harre ich auf dich. Dieser Vers aus dem 25. Psalm, der König David zugesprochen wird oder zugeschrieben wird, ist die Tageslosung für den heutigen Tag. Du bist der Gott, der mir hilft, täglich harre ich auf dich. Da ist jemand davon überzeugt, dass er Gottes Beistand erfahren hat, Hilfe gespürt hat. Und der jeden Tag neu darauf vertraut, dass Gott ihn begleitet und ihm hilft. Es ist ein Gebet um Vergebung, so steht es oben drüber in der Lutherbibel, und eine Bitte um Begleitung. Der Psalmbeter weiß darum, dass nicht alles in seinem Leben immer rund läuft, dass er Dinge falsch macht, dass er sündig wird an seinen Mitmenschen. Aber er weiß auch, dass Gott da ist und da bleibt, dass seinen Beistand und seine Hilfe er erwarten kann, in allen Zeiten. Gerade in schwierigen Zeiten, wo man gewissen Herausforderungen oder auch Anfeindungen ausgesetzt ist. Gott ist an unserer Seite. Ein Lied, das in eine ganz ähnliche Richtung geht, das auch von Gottes Beistand spricht, ist das Lied 365 in unserem Gesangbuch: Von Gott will ich nicht lassen, denn er lässt nicht von mir. Die erste Strophe ist in dem Losungsbüchlein auch heute abgedruckt und dieses Lied möchte ich Ihnen heute mit auf den Weg geben. Von Gott will ich nicht lassen, denn er lässt nicht von mir. Führt mich durch alle Straßen, da ich sonst irrte sehr. Er reicht mir seine Hand, den Abend und den Morgen tut er mich wohl versorgen, wo ich auch sei im Land. Wenn sich der Mensch ein Sie behütet.